So, da bin ich auch schon wieder. Okay. Das ist eine gute Idee, ich gehe nach Shana. Und dort eröffne ich ein Waffengeschäft. Boah, sie hat sie wegteleportiert, wie bei Dragon Ball. Wie kommt sie eigentlich nach Shana? Ich meine, das ist eine Insel. Will sie ein Flugzeug mieten oder was? Ich habe mich vertan, das ist ja gar nicht Ishtar, das ist doch Lombard, diese Stadt. Also ist ja gar nicht diese Quest. Aber hier gibt es einen Laden, einen Blutladen, hinterm Baum versteckt. Wie erbärmlich und hinterhältig. Was kann man bei dir kaufen? Ja, gut. Oh, Bluttränke kann man hier jetzt kaufen. Davon werde ich jetzt auch mal. Ja, genau. So viel werde ich davon kaufen. Wie gesagt, Geld kann ich immer nachstocken. Gut. Ja, ja, Ishtar. Diese Stadt ist dann wieder woanders. Okay. Gut. Das heißt, lassen wir hier jetzt mal diesen Kack hier hinter uns. Und begeben wir uns zurück nach Lim. Wir haben die Quest erhalten, einen mysteriösen Ring zu suchen. Ich werde das mit Quests so machen. Ich werde sie nicht alle vollständig zeigen, weil die Quests bestehen meistens nur aus Dungeon Crawling und Zufallskämpfen. Mehr ist das nicht. Und das ist einfach langweilig für den Zuschauer. Deswegen werde ich einfach nur zeigen, wo sich diese jeweiligen Orte befinden. Und dann werde ich halt die Belohnung zeigen, was man bekommt bei Beendigung der Quest. Oh, diese Schiffe. Das ist auch cool. Da kann man später auch was Nettes mit anstellen. So. Und zwar gehen wir erstmal nach Lim. Ich glaube, das ist Ishtar, bin ich der Meinung. Aber gut, ist jetzt egal. Jetzt möchte ich ein bisschen questen. Verdammt, wo bin ich hier? Quatsch, oh Mann, ich bin ja ganz falsch. Na, ich bin ja ganz falsch. Lim ist doch unten, verdammt. Das sind schon wieder neue Städte hier. Oh, fuck you, the asshole. Gehen wir mal hier rein. Ja, das ist Ishtar. Ja, genau. Ah, oh, okay. Ja, gut. Darum werde ich mich später kümmern. Erstmal gehen wir nach Lim. Lalalalalalala. Das Spiel Vampire's Dawn ist einfach ein Spiel, das sehr viel Möglichkeiten aufbietet, also sehr viel Freiheit. Man kann jetzt eigentlich machen, was man will. Man kann leveln, man kann Orte besuchen, man kann in Städten rumlatschen. Für den einen ist es langweilig, als Let's Player ist es langweilig, da muss ich TrueMG schon recht geben. Aber wenn man es richtig macht, wenn man die Motivation dazu hat, klappt das auch. Und wie gesagt, wenn man es richtig angeht. So. Der Ring. Jetzt muss ich gerade mal gucken, Moment. So, der Ort müsste irgendwo nordwestlich sein. Ah, okay, da ist er auch schon. Jetzt müssen wir nur den Eingang suchen. Ich glaube, der... Ah, hier hinter dem Baum. What? Ich bin zu schwach noch. Ah, geil. Ich bin noch zu schwach für dieses Dungeon. Ja, wenn der rote Totenkopf auffliegt, das heißt, ich bin noch zu schwach und dann kann ich es leider vergessen. Fuck you. Okay, dann ist also diese Quest schon mal erledigt. Dann muss ich da noch ein bisschen leveln. Okay. Ja. Ja gut, dann, oh, das ist kacke. Das ist echt kacke. Das heißt, ich bin eigentlich für alles zu schwach, so gesehen. Gut, ich könnte es mir ganz einfach machen. Ich könnte mich hochcheaten. Könnte ich machen. Einfach, dass ich weitermachen kann. Dass ich dieses Let's Play so schnell wie möglich beenden kann. Irgendwie, weil ich denke, die meisten wollen einfach nur die Story sehen. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt kacke. Es wäre langweilig, aber wenn ich mich auf Level-Ding jetzt hochpushen würde. Wo ich so mühselig trainiert habe. Das wäre ein bisschen langweilig. Ach, verdammt. Verdammt. Welche Quest kann ich denn dann in Angriff nehmen? Und das heißt, ich kann jetzt hier rumdüsen und irgendwelche Scheiße machen und mehr nicht. Nee, das gefällt mir gar nicht, weil, wie gesagt, Vampire's Dawn ist einfach ein... Ja. Ab diesem Zeitpunkt ist die Story eben sehr vernachlässigt und es ist sehr viel offen. Es ist sehr viel Freiraum und... Kacke. Ja, ich könnte mein Level jetzt hochpushen, könnte ich machen, echt. Wie gesagt, ob es jetzt sinnvoll ist oder ob es das ist, weiß ich nicht.
Wie gesagt, andererseits spiele ich das Spiel ja nur wegen der Story und nicht, weil ich irgendwas... Ich meine, beweisen brauche ich nichts. Ich meine, ich kann das Spiel durchspielen und es ist halt wirklich nur eine sehr zeitaufwendige Geschichte und für ein Let's Play finde ich eher ungeeignet. Kacke. Aber eigentlich... Eigentlich könnte ich das so machen. Beziehungsweise nur ein bisschen hoch pushen. Einen kleinen Moment mal. Und wenn ich das gerade so angucke, eigentlich war das gar nicht der Ort, den ich gemeint habe. Es gibt noch einen anderen. Es gibt noch einen anderen Ort. Der müsste weiter nordwestlich sein. Das müsste hier sein. Das müsste dieses Gebiet hier sein. Moment. Das müsste hier sein. Aber selbst dafür bin ich noch zu schwach. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja. Das Let's Play's Villain. Level 23. Bam. Level 38. Das Let's Play's Villain werde ich das jetzt so tun. Dann heile ich mich erstmal komplett. Also ihr seht schon, jetzt bin ich auf dem Level. Yeah. Ein bisschen Blutfionen schmeißen. So. So, das Level. es ist zwar scheiße, ich cheate jetzt eigentlich quasi, aber es bringt einfach nichts. Ich will hier weiterkommen. So, weil jetzt ist der Totenkopf weg, das heißt, ich kann mich hier frei drinnen entfalten. Jetzt machen mir die Kämpfe auch nichts mehr aus hier. Gegen diese hässlichen Priester und was weiß ich nicht alles. Ich habe zwar immer noch schwache Waffen und... Aber... Ja, der Priester, genau. Der war so hässlich, weil er da uns seine scheiß Party-Member heilt. Bum, 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 bum. Wie gesagt, da könnte ich mir jetzt auch die besten Waffen einfach reinschieben, damit das alles schneller vonstatten geht, aber ich kann sie ja jetzt kaufen. Im Laden. Da mein Level ja. Ja, hier kriegt man schon ordentlich Erfahrungspunkte. Also hier kann man schon sehr gut leveln, das ist schon richtig. Es ist nicht mehr, es ist Dungeon Crawling und es ist einfach nur Gegner bashen. Mehr ist dieses Level, mehr sind die Quests eigentlich nicht. Deswegen werde ich jetzt kurz Waffen kaufen gehen. Und dann werde ich diese Höhle kurz erforsten. Ich habe auch im Eiskontinent eine Höhle durchforscht, wo es einige nette Items gab. Es ist aber sinnlos, es aufzunehmen, weil, wie gesagt, es ist einfach... Ach, hier gab es gar keinen Laden. Scheiß Dorf. Es ist einfach, es ist langweilig, es ist einfach nichts. Es ist nur Rumlaufen und Zufallskämpfe. Und das ist halt Vampire's Dawn, das ist es halt. Und ich denke, ein Grund, warum viele das als un-Let's Playbar sehen. Aber, egal. Wie gesagt, ihr könnt jetzt auch von mir denken, was ihr wollt, weil ich jetzt hier rumcheate, aber es geht einfach schneller. Es ist einfach schneller. Fertig. Es ist einfach so. Jetzt werde ich neue Ausrüstung kaufen und dann... Gargash's Rüstung. Boah. Esperhelm und Magierschild. Ja, das sind schon sehr gute. Das sind schon sehr gute Rüststücke. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir jetzt hier auch ein geheimes Geldfach eingebaut. damit ich immer an Geld kommen kann. Ja, Gargash's Rüstung werden wir natürlich dreimal kaufen. Esperhelm auch dreimal und Magierschild ebenso dreimal. Ah, beziehungsweise zweimal, verdammt. Egal. Macht nicht. So, Magierschild, sehr gut. Also jetzt habe ich schon, was Rüstung angeht, auf jeden... Was? Hallo. Also 400 Abwehr. Also jetzt habe ich schon, was Rüstung angeht, Hardcore. Ich denke, das erleichtert mir alles auch ein bisschen. Ne, jeder kriegt dieselbe Ausrüstung. So. Ich denke, das erleichtert mir das alles auch ein bisschen. Also Kristallschwert weg. Goldrüstung weg. Titanrüstung weg. Weg.
Aber wie gesagt, mir geht es hier nicht darum, irgendwas zu beweisen oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach nur... einfach nur das Spiel zu Ende bringen halt. Neue Waffen müssten jetzt auch da sein. Fleischreißer. Riedak-Schwert, okay. Riedak-Kralle und mystische Säbel. Licht. Todessäbel. Tod, oh. Das gefällt mir. Oh, mystische Säbel? Nee. Da gefällt mir der Todessäbel schon besser. Ja, jetzt habe ich ihre Waffen nicht gekauft. Hatte sie Riedak-Krallen? Ja, genau, die wollte ich ja haben. So. Okay, Leute. Jetzt bin ich top ausgerüstet, das heißt, es kann weitergehen. Es kann weitergehen. Ich werde mich jetzt auch so gleich der Quest Golbar widmen. Ich wollte gerade Golbes sagen. Und zwar im südlichen Waldgebiet von hier. Klenner ist ein Echsenmann versteckt. Oder irgendwo hier im Wald. Tief im Wald. Irgendwo. Mein Gott, verpisst euch doch, ihr hässlichen Viecher. Also es ist auf jeden Fall sehr angenehm, jetzt zu kämpfen, weil ich mache Schaden. Ich mache wirklich Schaden. Oder trifft nicht. Das kann auch sein. Weil es ist wirklich, man muss sehr viel leveln und man muss Geld sammeln. Also es ist wirklich schon hart. Jetzt sollte ich eigentlich noch die Kämpfe rausschneiden, dann wäre alles in Ordnung. Oder, der war hier oben. Ah, hier oben war er. Hier oben ist der Boss, wie man sieht. Und hier ist er auch schon, ey. Mein Gott, fick dich, Waldkoralle. Fick dich! Danke. Ja, ja. Also, der. Okay, ich schätze, hier ist, das hier ist Golbar. Verschwinden! Hey, der kann ja reden. Ihr verschwinden! Nein, wir werden dich jetzt töten. Ihr mich wollen töten? Gnäde, mich wollen leben. Pech, wir brauchen deinen Kopf. Meinen Kopf? Nö, mich haben Idee. Ihr nehmt stattdessen dieses Kopf. Das sei ein Kopf von eines Feind. Der sieht ja fast so aus wie du. Ja, das sei ein Kopf von anderen wie ich. Wir sollten ihn töten, der jammert doch eh nur rum. Also ich würde ihn leben lassen und stattdessen lieber den Kopf nehmen, den er uns anbietet. Der Kerl in Klenner wird den Unterschied eh nicht merken. Also ich schätze... wir bringen ihn um? Der arme Kerl. Aber gut, irgendwann stirbt jeder mal. So ist richtig. Holen wir uns den richtigen Kopf. So sieht's aus. Golbart. Meinen Kopf wir nie bekommen. Das werden wir sehen. Ich glaube, ich tue nur einmal eine Runde Angriff und das war's schon mit ihm. Er ist eigentlich relativ schwach, also ich hätte ihn, glaube ich, auch mit... gut, mit Level 20 jetzt nicht unbedingt, aber... ich hätte nicht viel gebraucht, glaube ich. Außerdem muss ich neue Zauber erlernen gehen. Sofort. Bam. Das war's mit Golbart. Also, er kann eigentlich nichts. Man kriegt dann nur 50 Erfahrungspunkte. Also. So, nun her mit dem guten Stück. Golbarts Kopf erhalten. Und seine Leiche steht einfach hier und sprudelt vor sich hin. Das finde ich geil. Ein Eisstaub. So, ich werde dieses Level hier, also dieses Gebiet nochmal kurz erkunden. Schätze technisch. Ohne rote Kiste. Die sollte ich eigentlich öffnen können. Rindenkäfer. Stirb! Bam! Wow, yeah! Hell yeah! Hell yeah, hell yeah, hell yeah! Natürlich kann ich sie öffnen. Eine Klingenschuhe erhalten, beziehungsweise ein paar Klingenschuhe. Was können die? Oh, plus 5 Angriff. Ja gut. Ist jetzt nicht so. Obwohl, das kann ich Elaine geben, weil ihr Esperhelm bietet schon Lichtschutz. Deswegen kann ich ihr die Klingenschuhe geben. Okay, mehr gibt's ja doch nicht. Gut. Das wäre das. Dann werden wir auch gleich nach Klenner zurückgehen und ihm den guten Kopf bringen. Damit der gute Mann ihn zum Abendessen machen kann, damit er nicht verhungert. Und schon habe ich eine Quest weniger. Komm her, du Sau. Ja, hier ist der Kopf. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, dann hätte ich ihn selber töten können. Ja, ist klar. Okay, wie gesagt, die Belohnung ist jetzt mittlerweile auch für den Arsch, aber ich habe die Quest erledigt und das ist mein Ziel.
Okay, das nächste Mal werden wir weitermachen, weitere Quests. Ich denke, ich werde das Gebirge durchsuchen von Lim, wo ich vorhin drin war. Wie gesagt, es lohnt sich einfach nicht aufzunehmen, weil es einfach nur rumgelatsche und random gebattle ist. Mehr ist es einfach nicht. Und das ist langweilig anzusehen. Und deswegen, Leute, see you later.